So, hier haben wir einen Le Manfaux aus dem Jahr 2014 mit so einem schönen Mustache-Schnauzer hier. Den kennen wahrscheinlich noch ganz viele. Finde ich ganz cool. Ist so ein bisschen einfach und simpel, aber irgendwie doch ansprechend. Ja, let's try. Mal gucken, ob man da überhaupt noch irgendwas rausriecht. Ja, nach einem trockenen Rotwein riecht er auf jeden Fall. Okay, probieren wir mal. Auch lecker. Nee, Cut. Lecker. Lecker. Nee, finde ich gut. Finde ich auch angenehm zu trinken. Auf jeden Fall sehr, sehr trocken im Mund. Kommt bestimmt ganz gut bei einem Essen mit kleineren Schlücken zu genießen, würde ich mal sagen. Ja, den würde ich auf jeden Fall schlucken. Vielleicht nicht eine ganze Flasche, aber auf jeden Fall das Glas. Prösterchen. Nach Portugal und Spanien haben wir jetzt mal einen Franzos. Le Mans. Rotwein, auch 14 Volt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Nachbarn so können. Franzose. Die Nase nicht so klar. Ein bisschen animalisch für mich fast. Wie wenn man am Pferd riecht, um das genauer zu beschreiben, wenn es schwitzt, so Pferdeschweiß. Schlucken. Aber ist auch ein guter, einfacher, unkomplizierter Rotwein. Macht Spaß. Prost. Wir haben ja auf dem Etikett, finde ich, es ist vielleicht schon so ein bisschen aus der Zeit, weil ich glaube, die Generation, die sich so ein bisschen auf diesen Schnauzer fixiert hat, die ist, glaube ich, schon so ein bisschen rum, aber trotzdem irgendwie, es verleiht einem so ein kleines Schmunzeln ins Gesicht, wenn man ihn schon sieht. Und ich finde, das macht einen Wein dann auch im ersten Moment eigentlich schon sympathisch. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt das, was wir eigentlich wollen. Wenn der Wein jetzt noch schmeckt, dann bin ich ein Fan und gerade vom Rotwein her hoffe ich, dass er was kann. Hat auch eine sehr dunkle Farbe. Sie ist aber noch leicht durchlässig. Also man kann es noch sehen. Es ist, ich meine, im Vergleich jetzt, wenn man es zum Spätburgunder jetzt sehen würde, ist er natürlich sehr dunkel. Ich finde, er hat was sehr, sehr Würziges tatsächlich, was ich jetzt aber so jetzt von der Farbe irgendwie gar nicht erwartet habe. Ich finde, es geht so ein bisschen. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so in der tollen Weinsprache das richtige Aroma, aber ich finde, es geht so ein bisschen in diese Arabiata-Richtung vom Gewürz her, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht genau definierbar, dass ich sagen würde, okay, es ist jetzt Chili oder es ist so ein bisschen paprikalastig, aber total angenehm. Und ich finde, er hat aber hinten raus noch so eine kleine Frucht mit drin, aber ich kann es nicht genau sagen. Also er hält, was er verspricht. Der Geruch passt auf jeden Fall zu 100% zum Geschmack. Er ist ein bisschen schwerer, er ist ein bisschen fetter und ist auch sehr, sehr vollmundig, finde ich, gerade am Gaumen. Auch im Abgang, er bleibt da, er ist nicht sofort weg, er hinterlässt einen Eindruck. Und ich glaube, gerade für die Rotweinliebhaber und für die Rotweinkenner unter euch ist es ziemlich interessant und könnte auch ein ziemlicher Favorite werden. Ich muss auch noch mal probieren jetzt. Nee, also ich muss sagen, ich mag ihn gerade zu deftigen Gewürzen oder auch so ein bisschen herzhafteren Gerichten. Würde der, glaube ich, auch super zu passen. Was ja immer so ein bisschen schwierig ist beim Rotwein, den so mit Fisch in Einklang zu bringen, weil es gibt ja tatsächlich Leute, ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen würden, okay, ich möchte zu meinem Fisch dann jetzt doch lieber einen Rotwein trinken. Und ich glaube tatsächlich, dass der da ganz interessant sein würde. Müsste man natürlich mal ausprobieren, das kann ich jetzt natürlich nicht. Aber ich muss sagen, ich würde ihn schlucken, auf jeden Fall.